geht, aber wenn in den letzten Monaten ein Anzugträger, sagen wir mal ein Unternehmensvertreter, eine Pressekonferenz gegeben hat und dort Dinge von sich gegeben hat, die ich erstmal merkwürdig fand, war eine meiner ersten Reaktionen erstmal mir die Frage zu stellen, ist das jetzt echt oder ist das jemand vom Peng-Kollektiv? Denn das Peng-Kollektiv hat in den letzten Jahren ganz schön viele geile Aktionen gemacht, unter anderem zum Thema Polizeigewalt, Überwachungsstaat, Tracking-Industrie, Finanzsystem und Seenotrettung. Bitte einen ganz herzlichen Applaus für die beiden nächsten Speaker, Conny Runner und Ronny Sommer vom Peng-Kollektiv, die euch jetzt eine Stunde geballte Medien-Guerilla-Aktion hier vor Ort abliefern werden. Ja, vielen Dank. Also erstmal auch vielen, vielen Dank an euch, an alle, die hier mitgeholfen haben. Das ist jedes Jahr sehr, sehr beeindruckend. Eines der schönsten Indoor-Festivals der Welt oder das schönste. An die neurodiversen vielen Möglichkeiten, die es hier gibt. Und auch vielen, vielen Dank an alle, die bei Peng mitgemacht haben. Bei den vielen Aktionen waren hunderte von Menschen dabei, die ein bisschen oder Nächte und Wochen lang durchgearbeitet haben, ohne die wäre das auch alles nicht möglich. Also dafür Applaus an alle anderen als die, die hier sitzen. Okay, genau. Wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht, wie führen wir uns selber ein. Wir haben gedacht, wir führen einfach ein paar Probleme ein, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Die lese ich euch mal kurz vor. Wir haben einen Sack voll Probleme in der Welt, das ist die Ausbeutung des globalen Südens, sind die deutschen Waffenexporte, das sind Nazis im Bundestag, das ist der Mietenwahnsinn, biometrische Datenbanken, europäische Außengrenzen, die Ausgrenzung von demokratischer Teilhabe, Polizeigewalt und die Kriminalisierung von Seenotrettung. Das sind tausende Probleme, die einen schnell entmutigen lassen können, aber wir wollen euch heute in der nächsten Stunde gerne zu jedem von diesen Problemen eine Lösung, wäre zu viel gesagt, aber zumindest eine Auseinandersetzung damit vorstellen. Oder? Genau, und wie wir damit umgehen, mit diesen Problemen, wie wir da rangehen, lässt sich immer schwer beschreiben. Einige nennen es taktische Medienarbeit, einige nennen es Aktionskunst. Die AfD nennt es folgendermaßen. Ich habe ja für vieles Verständnis, aber dass Sie hier Werbung machen für kriminelle, linke Gewalttäter wie das Peng-Kollektiv, da endet mein Verständnis, um es klar zu sagen. Ja, und ich gehe einfach mal direkt in die erste Aktion rein. Also Deutschland geht klauen, das ist jetzt alles nicht chronologisch, sondern ihr werdet sehen, wir gehen von einer Aktion zur anderen, lassen auch viele aus. Bei Deutschland geht klauen haben wir dieses grundsätzliche Problem, dass wir als Konsumentinnen, als Menschen, die hier im Alltag leben, einfach dieses Bewusstsein haben, wie sehr unsere ganzen Produkte auf Ausbeutung basieren. Also unsere Klamotten, unser Essen. Und das ist so sehr im kollektiven Bewusstsein drin, dass es auch so ein Gefühl der allgemeinen Lähmung gibt. Wir können ja nichts tun. Und was sind denn die Möglichkeiten? Andererseits gäbe es vielleicht ein Gesetz, dass man einfach sagt, Produkte, die auf Ausbeutung basieren, sind verboten zu verkaufen. Das wäre relativ simpel, aber dann gibt es natürlich ganz viele Lobbygruppen, die dagegen kämpfen und das dann möglichst kompliziert machen wollen. Und vor ungefähr 2 Jahren haben wir dann diese Aktion Deutschland geht klauen gemacht, gestartet und gehen mal kurz auf die Webseite, wo wir neben Fairtrade einkaufen und nicht Fairtrade einkaufen noch eine dritte Option angeboten haben, nämlich zu klauen und das dann direkt an die Gewerkschaften im globalen Süden, die das produzieren, zu bezahlen. Dann klickt man in unserem Webshop dann zum Beispiel auf klauen und sagt, ich möchte ein paar Blumen, hier unten wird es gut beschrieben, einfach erstmal bezahlen, dann klauen, dann abhauen. Und dann kann man auch hier auf dem Bon sagen, was will man alles haben, ein paar Blumen, ein paar Tomaten und dann hinterher, da konnte man dann draufklicken und bezahlen. Das Geld haben wir dann als Peng-Kollektiv zu 100% weitergegeben an die Gewerkschaften des globalen Südens, mit denen wir kooperiert haben und zeig mal kurz das kleine Werbespot. Ich
Sie lieben günstigste Preise? Bedanken Sie sich bei den versklavten Kindern, die für Sie an der Elfenbeinküste Kakaobohnen pflücken. Eine Tafel Schokolade, nur 89 Cent. Dank der Plantagenarbeiter in Brasilien, die für Sie auf ihre Arbeitsrechte verzichten, kostet das Kilogramm Orangen heute nur 99 Cent. Was ist denn los? Das ist nicht fair! Zahl nur an die Richtigen. Also das war quasi eigentlich reinstes Developer-Thinking, also das war ein klassischer Workaround, bei dem wir uns überlegt haben, wie können wir da eine dritte Möglichkeit bieten. Gleichzeitig ist uns klar, Eigentum ist in Deutschland eine heilige Kuh, also selbst wenn wir eigentlich systematisch die dritte Welt ausbeuten und fast jeder Einkauf eine Form von Diebstahl ist, sind da die Leute natürlich verrückt geworden. Eins der 10 Gebote wurde angefasst und alle haben angefangen zu diskutieren. Und wir konnten es halt im Diskurs dadurch ganz schön umdrehen. Weil in diesem Wort Deutschland geht klauen, war es einerseits natürlich ein Aufruf zum Diebstahl, aber es war auch die Aussage, dass wir als Gesellschaft auf Diebstahl basieren. Also quasi unser Wohlstand auf oder unsere Privilegien auf Ausbeutung und Diebstahl basieren. Und wir konnten dadurch diese Wut, die sich entladen hat, ganz gut auch kanalisieren. Und das ging in den Medien auch rauf und runter und haben die Interviews dann aber auch immer versucht weiterzugeben an Leute im globalen Süden. Es wurde auch der UN-Ökonom Jeffrey Sachs, so ein Chefökonom der UN, mit unserem Waschbären dann konfrontiert und gefragt, ist es denn eine gute Lösung, das zu machen und so weiter. Also es hat sozusagen sehr schnell eine sehr hohe Ebene erreicht, obwohl wirklich alle NGOs, mit denen wir dazu geredet haben, gesagt haben, nein, auf keinen Fall, das funktioniert nicht, das ist nicht bürgerlich genug, wir müssen unbedingt im Mainstream bleiben. Ist es doch, haben wir auch hinterher erfahren, im Ministerium sehr debattiert worden und auch höher priorisiert worden. Wir haben damit gerechnet, dass wir auf jeden Fall hohe Strafen zahlen müssen, weil es nun mal eine Straftat ist, dachten wir, Aufruf zum Diebstahl. Aber wir hatten dann eine super, super fitte Anwältin, die uns verteidigt hat und die hat den Rechtsstaat so gut, sozusagen so gut rechtsstaatlich argumentieren können, dass es dann auch eingestellt wurde. Und wir nichts zahlen mussten. Für kriminelle linke Gewalttäter. Okay, Artikel 26. Guter Hack, Conny. Ja, achso, warte mal, wir haben noch einen Signature-Move. Wir haben das besprochen, wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen Entertainment machen. Und nach jeder Aktion machen wir unseren Signature-Move. Guter Hack. Danke. Okay, Artikel 26. Die nächste Aktion, die wir gemacht haben, ist eine Aktion zu deutschen Waffenexporten, zur deutschen Waffenexportindustrie. Das war 2017. Wir hatten eine Kooperation mit dem Theater Dortmund zu der Zeit. Und was wir gemacht haben, ist das Problem der deutschen Waffenexporte aufzuteilen in 3 Teilprobleme. Wir haben die Politik, wir haben den Handel und wir haben die Industrie, also die HerstellerInnen. Und für jedes dieser 3 Teilprobleme haben wir eine Aktion entwickelt, die wir dann zusammengefasst haben in einer Kampagne zum, ja, die wir genannt haben Artikel 26, weil Artikel 26 im Grundgesetz sagt, dass Deutschland eigentlich keine Waffen exportieren darf. Aufgrund verschiedenster Schlupflöcher tun wir das halt trotzdem die ganze Zeit. Okay, die erste von diesen Aktionen ist, wie gesagt, zur Politik. Da ist der Fall, die Lage ziemlich klar in Deutschland. Es gibt genau eine Partei in Deutschland, die sich sehr stark für die Interessen der Waffenindustrie einsetzt. Das ist die CDU, die ironischerweise auch die einzige Partei ist. Geil, vielen Dank. Ein Applaus.
Genau, auch die einzige Partei, die sich christlich nennt. Und auf diesen Widerspruch wollten wir hinweisen und haben dafür Folgendes gemacht. Guten Tag. Mein Name ist Brigitte Ebersbach und ich bin die Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Schwenke. Seit Jahren engagiere ich mich mit den Bürgern und Bürgerinnen unserer schönen Stadt in der evangelischen Friedensarbeit der Gemeinde. Seit der Flüchtlingskrise werden wir täglich vor unserer Haustür mit den Konsequenzen von Gewalt und Krieg konfrontiert. Aber wer bringt all dies Elend in unsere Welt? Leider auch wir. Deutschland ist weltweit der drittgrößte Waffenexporteur. Damit ist unser Land an dem Teufelskreis von Gewalt und Tod beteiligt. Besonders sogenannte Kleinwaffen fordern unzählige Todesopfer. Experten schätzen, dass 90% aller Kriegsopfer weltweit durch Kleinwaffen verursacht werden. Als überzeugte CDU-Politikerin, Mutter von 2 Kindern und als Christin vor Gott kann ich dieses Handeln nicht länger mitverantworten. Werte Frau Merkel, durch Ihren unbeirrbaren Glauben an die Grundsätze menschlichen Zusammenseins während der Flüchtlingskrise haben Sie sich weltweit als christliche Kanzlerin einen Namen gemacht. Im Artikel 26 des Grundgesetzes ist Deutschland verpflichtet zum Frieden. Wir möchten Sie deshalb bitten, auch weiterhin an unseren Glaubenssätzen und der Ethik festzuhalten und in der nächsten Legislaturperiode sich für einen Exportverzicht von Kleinwaffen stark zu machen. Ihre christliche Wählerbasis appelliert an Ihr Mitgefühl für eine CDU-Mitgefühl. Wir bitten Sie als Zuschauer, gehen Sie online. Informieren Sie sich. Unterschreiben Sie unsere Petition. CDU-Mitgefühl. Ja. Hört ihr mich noch? Ja, okay, CDU-Mitgefühl, unser wunderschön rührseliges CDU-Petitionsvideo. Das haben wir am 2. Mai 2017 um 9 Uhr gelauncht, das Video. Und um 11 Uhr gab es diese Meldung auf Fox News. Und in der New York Times. Und auf Radio Vatikan. Und insgesamt, ich glaube, 100 Nachrichtenstationen weltweit haben eine Meldung von AP gemeldet. Das lief folgendermaßen ab. Wir hatten dieses Video produziert, wir hatten eine Kampagnenseite, wir haben extra einen CDU-Ortsverband gegründet dafür. Wir hatten die Schauspielerin vom Theater Dortmund, die ihr gerade gesehen habt, die Christin vor Gott. Wir hatten eine Petition auf change.org, die von tausenden mutmaßlich echten CDU-WählerInnen unterzeichnet worden ist. Und dann hatten wir natürlich auch eine Pressemitteilung und irgendwann rief uns ein Journalist an und sagte, seid ihr wirklich die christliche Wählerbasis der CDU? Und wir haben gesagt, ja, wir sind wirklich die christliche Wählerbasis der CDU. Und damit war die Meldung draußen. Wir haben es dann irgendwann aufgelöst, ein paar Stunden später, und gesagt, okay, das war nicht die CDU, leider, das war Peng. Aber ist ja interessant, dass es scheinbar der ganzen Welt eine Meldung wert ist, dass Christen in der CDU christliche Werte vertreten. Auch so als Tipp, ne? Als Tipp für alle Hinterbänkler in der CDU, die das hier hören, wenn ihr in die Medien kommen wollt, christliche Werte vertreten. Okay, ich hatte euch ja gesagt, es gab 3 Reaktionen zum Thema Waffen, die wir gemacht haben. Das war Nummer 1 zur Politik. Nummer 2 war zu den HändlerInnen. Wir haben uns Heckler & Koch rausgesucht, kennen wahrscheinlich die meisten, das ist ein Sturmwaffenhersteller, vor allem aus Deutschland. Die exportieren ganz viel in die USA. Und wir haben uns einfach gedacht, okay, Heckler & Koch, die reden immer ganz viel von ethischer Verantwortung, die sie angeblich übernehmen, tun. Also dann passiert aber im Endeffekt trotzdem nichts. Und deshalb haben wir im Namen von Heckler & Koch jetzt doch ethische Grundlinien verordnet und haben
350 Shops in den USA recherchiert, die Heckler & Koch Waffen verkaufen. Also recherchiert, auf der Webseite stehen alle, ne? Genau, auf der Webseite in die Suchmaske eingegeben. Und dann haben wir denen Briefe geschrieben im Namen von Heckler & Koch und haben gesagt, es tut uns leid, aber seit Donald Trump jetzt im Amt ist, sind die USA leider kein sicherer Exportstaat mehr. Und deshalb sollt ihr bitte alle Heckler & Koch Waffen uns zurückschicken. Ein Produktrückruf. Genau, das ist Heckler & Koch, wie sie sich dann als Opfer stilisieren und rumweinen, dass sie ja, dass die kriminellen Leute Fake News produzieren über sie. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, Heckler & Koch als Opfer. Ja. Das war eine Woche lang, ne? Eine Woche lang schwarz auf der Seite. Ja, okay. Genau, und dann die Nummer 3 aus der Kampagne Artikel 26, auch gleichzeitig die aufwendigste der drei Aktionen, war zu den ProduzentInnen. Weil das ist eine ganz eingeschworene Clique, die sind ganz öffentlichkeitsscheu, es gibt keine öffentlichen Veranstaltungen, die man einfach so stürmen kann. Wir haben uns schwer getan, an die wirklich ranzukommen und deshalb hatten wir uns so gedacht, okay, wenn wir nicht zu denen kommen können auf die Veranstaltungen, dann locken wir die doch zu uns und haben dann den ersten Friedenspreis der Waffenindustrie ins Leben gerufen und wollten das friedensstiftende Engagement der deutschen Waffenindustrie mal so richtig auszeichnen und hatten dann, wir hatten wie gesagt zu der Zeit relativ viel Geld und haben uns dann so ein Luxushotel in Berlin angemietet für 6.000 Euro Tagesmiete. Also wir hatten Geld von der Kulturstiftung des Bundes, ne, von Monika Grütters. So ist es. Genau, und hatten dann so mit allem Pipapo und ganz schick und Sekt und ein also hier alles, ein Flügel. Und einen Waffenhändler. Wir haben so ein bisschen verpeilt tatsächlich. Wir hatten mal 8 Zusagen und dann haben wir aber strategisch einen kleinen Fehler gemacht, dass wir der einen Firma gesagt haben, die andere hätte schon zugesagt und dann hat sich das rumgesprochen. Das ist wie gesagt eine eingeschworene Clique. Und dann haben so dominomäßig fast alle abgesagt, bis auf 2. Und der eine war krank an dem Tag oder stand im Stau. Auf jeden Fall war dann nur noch er übrig und was dann passiert ist, zeige ich euch. So Leute, wir sind jetzt hier auf der Friedenspreisverleihung. Ich bin schon mega aufgeregt, drückt uns die Daumen. Wir sind ja alle schon gerade in der Vorbereitungsphase. So Leute, es geht los. Ich nehme schon mal mit dir rein. Wouldn't let us be fighting wars for wars, calling out the enemy. But what can we do? We have to stand behind our words. Yeah, we won't back down, even though the mission hurts. Our weapon is hope. Our mission is freedom. Let them say what they say, but we are right. 'Cause every bullet hits a heart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Anlass ist ein ganz besonderer. Ich freue mich, dass wir diesen Preis heute Abend verleihen dürfen, den ersten deutsch-französischen Preis für Sicherheit und Frieden. Wir wissen alle, worüber ich spreche. Ich spreche hier zum Beispiel vom Artikel 26. Und ich würde sagen, das ist heute Abend vielleicht sogar der heimliche Sieger. Wahrscheinlich kennen Sie alle den Wortlaut. Ich möchte aus dem zweiten Absatz zitieren. Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Let them say what they say, but we are right. Artikel 26. 'Cause every bullet hits a heart. Der diesjährige deutsch-französische Preis für Sicherheit und Frieden geht an ThyssenKrupp Marine Systems. Dalla. Herzlichen Glückwunsch an das Unternehmen. Ich kann es nicht glauben. Er hatte Angst vor uns.
Er wird diesem Preis nicht entkommen, das ist ja klar. Ne? Er hätte ihn gerade bequem zu sich nehmen können, jetzt müssen wir ihm den Halt geben. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, diesen Preis zu verleihen, weil wir sind immer noch der Meinung, dieser Mann hat ihn mehr verdient als jeder andere. Genau, also er ist abgehauen und wir waren natürlich todunglücklich. Wir haben ein halbes Jahr Arbeit da reingesteckt, super viel Kohle, 1000 Anrufe gemacht und dann war er weg und wir hatten uns natürlich darauf gefreut, ein Video zu haben von einem Waffenhändler, wie er sich freut über seinen Friedenspreis. Das hat nicht geklappt, das war ein Fail. Trotzdem, dem Medienecho hat es nicht so richtig geschadet. Es gab eine riesen Medienwelle zu der ganzen Kampagne, die wir gemacht haben. Es gab eine große Debatte nochmal über die deutsche Waffenindustrie, deutsche Waffenexporte. Und tatsächlich hat die SPD einen Monat nach unserer Kampagne in ihr Wahlprogramm einen Absatz aufgenommen, dass sie ein grundsätzliches Verbot von Kleinwaffenexporte in Drittstaaten in ihr Wahlprogramm aufnimmt. Die SPD ist die SPD, deshalb bringt uns das leider trotzdem nicht viel. Aber genau, wir haben uns natürlich trotzdem gefreut. Okay, damit kommen wir zu Conny. Jo, wir sind danach auch noch zu Rheinmetall gegangen, ne? Bei der, und haben da nochmal, also es gibt auf der Webseite artikel26.de dann noch ganz viel, auch Gesetze, die wir geschrieben haben. Ich habe gehört, hier sind ein paar Politikerinnen. Wir haben das Kriegswaffenkontrollgesetz nochmal neu geschrieben, 4 Versionen, also ihr könnt euch da gern dran bedienen. Geiler Hack, Conny, Ronny. Und danke für die Erinnerung. Danke, ja, super. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch an die Zeit, wo wir darüber diskutiert haben, wie wir mit der AfD umgehen sollen und mit Nazis, also mit der AfD die Nazis, und ob man mit denen reden soll, wie man mit denen reden soll und so weiter und so fort. Es war zu einer Zeit, wo, es war zu einer Zeit, wo Beatrix von Storch auch, uns wurden da so E-Mails zugespielt von Leuten, die vielleicht sogar hier sitzen, von wo Beatrix von Storch ihre Medienstrategie genau erklärt und sagt, wie die was sagen werden, damit die Presse da auch über diese Stöckchen springt. Und wir haben das dann weitergegeben, das stand im Spiegel und überall. Und dann hieß es, Hacker haben die AfD gehackt und das war also irgendwie totaler Quatsch, aber im Endeffekt haben trotzdem alle Medien, wir hätten das an deren Redaktion nageln sollen, diese AfD-Strategie, damit die es nicht machen. Die haben, sind alle trotzdem drüber gesprungen und haben alles gemacht, was, naja, ihr kennt die Geschichte. Und wir fragten uns, wie geht man damit um? Funny enough, in den E-Mails stand auch drin, wo die sich und wann die sich treffen würden, nämlich im Penta-Hotel zur Besprechung des Grundsatzprogrammes, damit die in den Bundestag einziehen können. Also haben wir uns dort ein Zimmer gebucht. Und ich habe mich als Clown verkleidet und habe Happy Birthday gesungen. Happy Birthday. Und bin ausgerutscht. Ihr habt vielleicht gesehen. Ganz, ganz wichtig dabei: Bevor ich die Torte geworfen habe, habe ich glub, glub, glub gesagt. Denn nur wenn man das sagt, gehört man zur internationalen Patisserie, oder Patissière Internationale, die internationale Tortenwurfbewegung. Und da muss man vorher glub, glub, glub sagen. Wir hatten keinen Fotografen, keine Fotografin dabei. Die mussten schnell abhauen und das Zeug dann irgendwie fertig machen. Das heißt, wir hatten kein Foto von ihr, wie sie voll war. Aber das hat sie dankenswerterweise dann für uns gepostet. und das Internet war sehr, hat es auch sehr dankbar aufgenommen und daraus Memes gemacht. Und es gab dann das Hashtag Tortenfilme und ach was alles. Es wurde dann auch bei der nächsten Anti-AfD-Demo die nächste Konditorei von der Polizei abgesperrt. Und es gab eigentlich danach auf fast jeder Demo immer Torten, vielleicht auch Tortenkatapulte. Und es gab sehr viele Nachahmer. Also das war sowohl der Hugh Bronson als auch ein Versuch auf Sarrazin, als Sarah Wagenknecht sich für die Schließung der Grenzen stark gemacht hat, landete auch gleich eine Torte auf sie. Und es wurden auch so Torten unter Treppen gefunden und Tortenverpackungen und gleich wurde die Polizei gerufen und so. Also es wurde auch, ich glaube, in Oldenburg eine Polizeiabsperrung nach internem Polizeiprotokoll, ein Tortenwurf entfernt von der Bühne gebaut. Also es ist so richtig in die Popkultur übergegangen. Und natürlich fragt die Bild-Zeitung die investigen Fragen, die investigen Fragen, Fragensteller ebenso fragen.
Ja, der ganze Spaß ist relativ günstig. Ich kann das also allen empfehlen, die vielleicht mal ein Podium haben, wo oder in der Nähe von Menschen kommen, die rechtsradikal sind. Und das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Form. Also es war in Frankreich und Belgien ist das kulturell absolut akzeptiert. Und ich würde behaupten, also Gutenberg und Kohl und mit dem Ei und so, das war in Deutschland immer noch so sehr unbürgerlich und Gewalt und so. Aber das, nach diesem Tortenwurf ist es, glaube ich, auch in Deutschland als anerkanntes politisches Mittel durchgesetzt worden. Gut gehackt. Danke, Ronny. Okay, nächste Aktion. Haunted Landlord ist eine Aktion, die wir zu Halloween gemacht haben. Wir sind immer Freunde der Popkultur. Nee, es ist eine Aktion zum Mietmarkt. Tatsächlich sind FreundInnen von uns entmietet worden. Entmietung ist eine richtig beschissene Geschichte, weil sie oft unsichtbar über die Bühne geht. Leute werden unter Psychodruck gesetzt, können oft ganz wenig machen, weil sie am falschen Ende der Machtpyramide sitzen. Und genau, es gibt selten irgendwie die Öffentlichkeit, die da wäre. Es gibt viele gesetzliche Schlupflöcher. Wir wollten gerne was machen, um diese Geschichten sichtbar zu machen. Und dafür haben wir dann einfach so ein paar Fälle von Entmietung recherchiert, deutschlandweit. Wir haben Interviews geführt mit den betroffenen Personen. Wir haben aus den Interviews die Interviews dann nachsprechen lassen von SchauspielerInnen, haben dann diese MP3-Dateien genommen, haben einen Bot entwickelt und dieser Bot hat rund um die Uhr, Tag und Nacht immer wieder bei den HausbesitzerInnen angerufen und denen diese Statements vorgespielt. Ich zeige euch das Video dazu ganz kurz. Diesen Herbst kehren die Entmieteten zurück, um diejenigen zu plagen, die sie auf die Straße gesetzt haben. Ja, hallo? Sie haben kein Heizöl gekauft und sind in Urlaub gefahren, ins Warme über Weihnachten. Ihre Mieterinnen und Mieter haben 7 Wochen lang gefroren im Winter. Hallo? Ich hoffe, dass Sie vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie Ihre Eltern benutzt haben, um Eigenbedarf für unsere Wohnung vorzutäuschen. Sie haben uns belogen und unter Druck gesetzt, um uns aus unserer Wohnung zu jagen. Wir haben die Wohnung einige Monate später auf Immobilien-Scout gefunden. Der Preis hatte sich mehr als verdoppelt. Hallo? Sie haben das Haus verwahrlosen lassen, uns Mieter terrorisiert mit Anrufen zur Unzeit, mit Spontanbesuchen, haltlosen Drohungen und Wohnungsverwüstungen. Sie wollten uns klein machen und zum Auszug bewegen. Es ging so weit, ich habe nach Hause gefahren. Genau. Also, das war der Bot hat also, der Bot hat so 30 bis 50 Mal pro Tag angerufen auf jeder der Nummern. Wir hatten die privaten Handynummern, wir hatten die Festnetznummern und wir hatten die Büronummern, die angerufen worden sind. Und immer wenn eine Nummer geblockt worden ist, dann hat der Bot mit einer anderen Nummer angerufen. Genau, am Anfang hatten wir 6 Häuser, die wir vorher recherchiert hatten. Im Laufe der Woche, dann in der Aktionswoche, haben sich 6 weitere Häuser bei uns gemeldet. Mit denen haben wir dann wieder Interviews geführt, haben wieder die Statements einsprechen lassen und haben dann auch mit den Statements Anrufe gemacht. Genau, das ist so ein Zwischenstand. Am Ende waren es 600 Minuten Telefonterror, die wir gemacht haben. Und interessanterweise hat sich niemand von den HausbesitzerInnen bei uns juristisch sozusagen gemeldet. Und das haben wir folgendermaßen verhindert, indem wir gesagt haben, okay, auf der Webseite veröffentlichen wir gar nicht die Namen von den HausbesitzerInnen, sondern nur die Adressen. Und das heißt, sobald die sich entscheiden, den juristischen Weg einzuschlagen, müssen sie sich auch öffentlich machen, müssen sie mit ihren Namen auch in die Öffentlichkeit gehen, um dann öffentlich zu sagen, okay, wir haben die Badewanne jetzt nicht für 10 Monate ausbauen lassen, sondern nur für 8.
Entschuldigung, die Adressen der entmieteten Häuser, nicht der, wo sie wohnen oder arbeiten. Ja, ne? ja genau. Hm. Und diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, um uns juristisch anzugreifen, war niemand bereit zu gehen. Das hat uns da geschützt. Und interessanterweise hat es diese Aktion dann irgendwie geschafft, in die Kunstwelt zu kommen. Also wir haben die Aktion mehrfach jetzt schon in Galerien ausgestellt. Das ist in Berlin. Wir sind in so Kunstmagazinen gefeatured worden mit der Aktion. Hier waren wir bei einem Theaterfestival im Hau in Berlin. Da haben wir so eine interaktive Installation draus gemacht, wo die BesucherInnen selber die Anrufe auslösen konnten. Genau, also scheinbar ist es irgendwie in der Kunstwelt gut angekommen. Für kriminelle linke Gewalttäter. Muss ich den eigentlich auch machen oder musst du den dann machen? Ich glaube beide. Okay. Und ich muss jetzt sagen, geiler Hack, Ronny. Danke, Conny. So, Mask-ID, das war, das hatte relativ viele Ebenen und war komplex. Wir hatten das in Hamburg gemacht im Rahmen eines Festivals. Es soll der Liberty City Festival und das Schauspiel Hamburg hat uns eingeladen, eine Aktion zu machen. So, da haben wir überlegt, was können wir machen? Und ihr wisst vielleicht, dass nach Änderung des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Identitätsausweises im Juli 2017 Polizeibehörden des Bundes, der Länder, ich glaube, da kannst du die nächste Folie machen, der militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder und die Steuerfahndungsstellen der Länder und der Zollfahndungsdienst und die Hauptzollämter direkt auf die Meldebehörden gespeicherten Lichtbilder zugreifen dürfen. Also zusammengefasst heißt es, alle die, die ihr da oben seht und plus die Steuern stehen, glaube ich nicht, können einfach auf eure Passbild-Foto-biometrischen Daten zugreifen. Das hat de Maizière uns eingebrockt und dieser direkte digitale Zugriff ist zur Erfüllung der Aufgaben und muss nicht begründet werden und eine richterliche Überprüfung ist auch nicht notwendig. So, das ist sozusagen jetzt nur ein kleines Detail in dem Aufbau eines ja im Endeffekt europäischen Rasterfahndungsmodells, was, wenn es einmal eingerichtet ist, nicht mehr revidierbar ist, weil dann ja alle Daten in allen Datenbanken schon einmal geteilt wurden und so weiter. Und das ist richtig scheiße und wir haben nach einem Weg gesucht, wie wir das thematisieren können. Und da kennt ihr vielleicht auch Zettehoven, die haben damals sehr ausführlich und ziemlich lange her Citizen K mit der Aktion Gesichter gemorpht untereinander und haben dann diese Bilder genutzt, um Passausweise herstellen zu lassen. Und der Punkt ist, dass das menschliche Gehirn, wenn man zwei Gesichter morpht, die sich zumindest ansatzweise ähnlich sehen, beide wiedererkennen kann. Also man nimmt das Foto neben den Kopf und man sagt, okay, das bist du, die Hälfte reicht, damit ich dich wiedererkenne. Und damit kann man eben durch Passkontrollen laufen, wenn man zweimal dasselbe Foto im Pass hat. Ja? Wir haben also das Bild von Sophie aus unserem Team mit Federica Mogherini, die damalige EU-Kommissarin für Menschenverachtung, genommen und die gemorpht und damit dann auch einen Pass bekommen. Es war relativ einfach. Hier seht ihr nochmal das Bild, was in der Mitte war, haben wir abgegeben. Und die hat nur gesagt, irgendwie ihre Haare sehen komisch aus und das war's. Also das war wirklich sehr, sehr unproblematisch. Diesen Pass haben wir dann natürlich erstmal genommen, um sicher zu gehen, in einer Galerie ausgestellt, damit das auch sozusagen als künstlerischen Wert natürlich nicht nur von uns, sondern es waren drei Künstler, die Europäische Union, die Bundesregierung in Deutschland und Peng. Und haben dann, also es wurde auch mehrfach die Polizei gerufen, die Aktivisten, die haben da irgendwie, die nennen dich Künstler und so. Und die Polizei meinte, aha, wo, Passfälschen und so, Fake und so. Ja, in der Galerie, nee, da gehen wir nicht hin. Und tatsächlich wurde die Eröffnung ganz entspannt mit Sekt begossen und wir konnten dann losziehen. Und haben am nächsten Tag dann Container auf der Straße aufgestellt. Und die Leute mit so einer Fotobox, wo die Leute sich reinsetzen konnten,
nach einer kleinen Beratung. Also sie kamen rein, mussten eine Nummer ziehen, wurden beraten. Wir haben die ausgefragt darüber, wie sie ihre Handys nutzen, wie sie, ob sie Face ID nutzen, wo sie denken, dass biometrische Daten. Also es war so ein bisschen so eine Aufklärungsnummer. Gleichzeitig haben wir geguckt, wie die antworten und danach sie nach ihrer politischen Gesinnung überprüft. Also schön perfide auch dann kategorisiert. Und gemerkt, okay, die und die sind vielleicht ein bisschen links angehaucht und laden die dann ein, in die nächste Stufe zu gehen. Aber wenn die das einmal gemacht haben, durften die ja so ein Foto machen und in dieser Fotobox hatten wir eine Datenbank von Gesichtern von bekannten Rechtsradikalen, also Alice Weidel und Martin Sellner und alle möglichen Leute, die wir als Arschlöcher betrachten und mit deren Gesichtern wurden dann die Fotos gemorpht und so konnte man dann Fotos hinterher haben, mit denen man sich hinterher quasi mit kaputten biometrischen Daten einen Pass ausstellen konnte. Das war sozusagen der Service, den wir mit den Kulturgeldern vom Schauspiel Hamburg angeboten haben. Das hat nicht immer funktioniert. Also ihr seht, das ist jetzt so ein Beispiel, dass leider, wenn man viel und gestresst arbeitet, der Algorithmus und dieser wir haben versucht, das tatsächlich mit einem neuronalen Netz zu machen, hat es dann irgendwann auch gefreckt und hat nicht mehr funktioniert. Das heißt, also wenn hier irgendwelche Leute sind oder im Netz, die Lust haben, sich nochmal ranzusetzen und das zu perfektionieren, meldet euch gerne. Kurz und Komma, dann begann der zweite Teil, nämlich, dass wir gesagt haben, diese ganze Aktion, nachdem einmal diese ganze Frage der europäischen Datenbanken in den Medien war, haben wir gesagt, das war nur eine Cover-Aktion und eigentlich sind wir Schleuser. Und wir sind eine Schleuserorganisation, die die Leute einlädt, dann in den zweiten Raum zu gehen und dann konfrontiert und sagt, hier erstmal Schweigepflichterklärung unterschreiben. Dürfen wir dein Foto nutzen, um das mit einem Kollegen in Libyen zu teilen und dafür diese Person einen Pass mit deinen Identitäten herzustellen. Die Idee war, dass wir damit eben dieses bisschen scheinheilige Weh, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen, brechen und konfrontieren damit, dass wir doch aber alle ganz gern unseren eigenen Pass haben, ja? Und sozusagen diese Idee der Nation dann doch für uns nutzen und das nicht doll in Frage stellen und auch nicht dagegen kämpfen. Und das Schöne und also wirklich für mich Berührende war, dass 100% der Leute sofort gesagt haben, ja, mache ich. Ich bin sofort bereit. Es gab eine etwas komische Rückfrage, aber war dann in so einem Hadern, meinte, ja, kann ich vielleicht das nur einem Kind geben, was so überhaupt keinen Sinn gemacht hat? Weil der Pass ja dann, egal, aber irgendwie sweet. Also die waren wirklich alle sehr offen und aufgeschlossen dem und gingen dann mit so einem Kloß im Hals raus. Ich habe gerade meine Identität verschenkt. Und wir meinten, hey, wir haben Kontakt zum Bürgeramt, kein Problem. Wir haben da jemanden, der macht das dann alles fertig und gib mir einfach deine Personnummer und dann wird der Rest automatisch passieren. Wir werden dann nämlich ein Päckchen packen und das war diese Konfrontationssituation, werden es dann nach Libyen schicken. Haben dann ein Periscope-Video gestartet, wo man quasi live sieht, wie wir die Pässe in eine Kiste packen. Was man bei dem Periscope-Video nicht sah, ist, dass ein Loch in der Kiste war und wir immer denselben Pass da reingesteckt haben. Und es dann quasi zugemacht haben und live damit zur Post gingen und sagen, so, jetzt geht das ab nach Libyen. Da hatten wir in der Kiste nämlich keine Pässe, sondern so einen Tracker. Da haben wir so einen Hundehalsband-Tracker umgebaut und die Daten rausgelesen und daraus so eine Open-Source-Map gemacht. Und man konnte sehen, wie dieses Päckchen dann live Richtung Libyen geht. Ist dann bei der Deutschen Post geblieben. Und ist da ziemlich lange geblieben, genau 3 Wochen und ging einfach nicht weiter. Und wir wunderten uns nicht sehr, aber warteten, weil wir nicht nur so einen kleinen Tracker hatten, sondern da war auch noch so eine Jagdwildkamera mit einer SIM-Karte drin, die halt automatisiert Bilder macht bei Bewegung. Wir warteten also immer vor unserer E-Mail und es kamen immer so Scanner und irgendwie Maschinen und so. Und plötzlich war die Verbindung abgebrochen und es passierte gar nichts mehr. Und dann kam das Päckchen zurück, die SIM-Karte war zerstört, alles war und die SD-Karte war zerstört und die SIM-Karte war außen dran geklebt.
Und ich habe dann auch die Post angefragt und der meinte, ja, das ist ja ganz komisch, nee, das geht gar nicht, das ist ja total verboten, nee, das kann überhaupt nicht sein und so. Und dann geben sie mir das nochmal schriftlich und dann habe ich das schriftlich gegeben und dann kam auch keine Antwort mehr. Also ich glaube, der Staatsschutz und verschiedene Behörden waren doch dann ganz froh, dass die das in einem SIM-Karten abgeschirmten Raum geöffnet haben. Aber ja, Briefgeheimnis ade. Gut gehackt. Yes! Danke, Ronny. Okay. Nächste Aktion heißt Vote Buddy. 2017, kurz vor der Bundestagswahl gestartet. Ach, warte, Entschuldigung, kann ich noch was? Bitte. Ich wollte ja noch sagen, weil daraufhin ist nämlich vor 3 Wochen ungefähr bei Heise ein Gesetzentwurf rausgekommen, dass jetzt die Passbilder nur noch in den Passstellen gemacht werden dürfen. Und Heise vermutet, dass das direkt in Verbindung mit unserer Aktion steht. So. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir in der Entwicklung von Aktionen natürlich immer wieder abwägen müssen. Macht es Sinn, das jetzt durchzuziehen oder stopfen wir damit eventuell Sicherheitslücken eines repressiven Systems? In dem Fall, wir können natürlich nicht nachweisen, ob wir das waren oder nicht, ob das eh ohnehin geplant war und. Ja. Man kann vermuten, dass es das beschleunigt hat. Es ist richtig scheiße. Es ist noch nicht so weit. Also das Gesetz gibt es noch nicht. Das heißt, man kann theoretisch noch zum Beispiel mit der App Adobe Photoshop Fix relativ einfach seine Gesichtszüge verändern, was jetzt kein Aufruf sein soll. Aber es ist natürlich immer auch eine ethische Abwägung. Ja. Also das nur, es ja, ist nicht immer alles total geil und es ist manchmal auch schwierig, wenn man sich das vorher überlegt. Bitte. Genau. Ist vielleicht eine ganz spannende Frage für nachher. Vielleicht haben wir dafür noch Zeit, mal darüber zu sprechen. Hallo Jola. Darüber zu sprechen, wie sinnvoll oder kontraproduktiv ist es manchmal auch, Sicherheitslücken für Kampagnenzwecke aufzuzeigen und auszunutzen, weil sie dann eben geschlossen werden können. Okay, aber jetzt, ich war bei VoteBuddy, Bundestagswahl 2017. Wir wollten gerne was machen zum Wahlrecht. Wir hatten diese Zahl von 9 Millionen Erwachsenen, die nicht wählen können bei jeder Wahl. Das ist, wenn man bedenkt, dass die Wahlberechtigten insgesamt nur 62 Millionen sind in Deutschland, eine absurd hohe Zahl, ein absurd hoher Anteil an Leuten, die ausgeschlossen sind vom demokratischen Prozess. Auf diese Zahl wollten wir auf humoristische Art und Weise hinweisen und haben dafür VoteBuddy gestartet. Alle 4 Jahre dasselbe. Ich wusste nicht, wen ich wählen soll, aber habe mich dann doch schlecht gefühlt, nicht hinzugehen. Voll gut, dass es dieses Jahr VoteBuddy gibt. Damit brauche ich mich nicht mehr entscheiden und tue sogar noch was Gutes. Seit 22 Jahren wohne ich jetzt in Deutschland und bei dieser Wahl kann ich zum ersten Mal mitmachen. Ja, das Tolle finde ich, dass es so einfach ist. Einfach Briefwahl beantragen, Buddy finden, Unterlagen tauschen und abschicken. Fertig. Mit VoteBuddy zählt auch meine Stimme bei der Bundestagswahl. Ja, okay, VoteBuddy. Ist also, das ist die Website, das ist das Video, dazu gab es eine Webseite. Wir haben das bewusst so aussehen lassen wie so ein Social Entrepreneur Bullshit Startup. Hier haben wir also nochmal die Steps, wie geht das? Man findet den Buddy, dann beantragt man Briefwahl, dann lernt man sich kennen und dann tauscht man die Unterlagen. Hier sieht man live, wer sich gerade angemeldet hat. Hier haben wir ein paar Testimonials. Es gibt sogar einen Shop. Im Shop gibt es T-Shirts und Taschen und Kartoffelchips und Bier. Und wir haben auch eine FAQ-Sektion, weil ja, ist das denn alles legal oder nicht? Und da war unsere Erklärung, okay, ist nicht ganz legal, aber deshalb haben wir unseren Geschäftssitz einfach in New York. Und wenn man sich dann registriert hat, es gibt ein ganz einfaches Anmeldeformular, man gibt die Postleitzahl an, man sagt, ob man stimmberechtigt ist oder nicht, dann darf man sich noch ein schönes Icon aussuchen. Und hinterher gibt es dann, danach, nach der Anmeldung, gibt es dann die E-Mail, die Bestätigungs-E-Mail. Da steht dann einfach drin, okay, es dauert jetzt noch ein paar Tage, dann ermitteln wir deinen Buddy, bitte warte noch so lang.
Und als wir das alles fertig gebaut und produziert hatten, haben wir Facebook-Werbung in so rechten Kreisen geschaltet und das so platziert auf rechten Blogs. Das ging dann auch ganz schnell, dass sie angebissen haben. Hier ist ein sehr rechtes Blog, was drüber geschrieben hat. Der heißt Penis oder so. Der philosophische Penis, ja, von Dr. David Berger. Genau, das ist 18.500 Mal geteilt worden innerhalb von 2 Tagen oder so. Also die Nazis sind sehr schnell drauf angesprungen. Dann ist hier Erika Steinbach, die Identitäre Bewegung. Übrigens, das ist wirklich, glaube ich, jetzt die Reihenfolge, ne? Erika Steinbach und dann Identitäre Bewegung und dann... Das kann sein, ja. Dann Bernd Lucke. Genau. Genau. Bernd Lucke ahnt schon den Fake. Was ich total spannend finde, wie sich dann sowas verbreitet, ne? Wenn man sich das anguckt. Genau. Als nächstes schaltet sich der Bundeswahlleiter ein. Der fand es auch nicht ganz so witzig, was wir gemacht haben. Wir haben ihm dann einen Kompromiss angeboten und haben gesagt, hier, wie wäre es denn, wenn wir uns nur Wahlempfehlungen vermitteln? Fand er dann aber auch nicht so witzig. Und dann fing die Presse an zu spekulieren und hat gedacht, okay, wer ist das? Sind's Linke? Sind's Rechte? Wer könnte es sein? Ich hatte eine New Yorker Telefonnummer, die hat umgeleitet auf mein Handy. Ich bin immer mit 6 Stunden Zeitverzögerung erst 15 Uhr ans Handy rangegangen und habe dann so getan, als sitze ich in meinem New Yorker Büro mit meinem Startup und ich habe sehr viele, sehr anstrengende Telefonate geführt mit wütenden Nazis, die mir sonst was angedroht haben und gewünscht haben. Aber es waren auch ein paar witzige Telefonate dabei, zum Beispiel mit einem Journalisten, der sehr schlau ist, Lars Wienand, falls du hier bist, schöne Grüße. Er hat meine LinkedIn-Biografie gefunden, Timo Meisner hieß ich damals, und rief dann so an, hat mir erst ein paar Fragen gestellt zu VoteBuddy und dann war er so, okay, Herr Meisner, Sie haben ja früher bei der GIZ gearbeitet. Wer war denn damals der Chef? Und ich so, naja. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Und dann, okay, und bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wer war da der Vorsitzende damals? Und ich so, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Und dann mussten wir beide voll anfangen zu lachen. Und es war klar, was los ist. Und er hat so gesagt, okay, wenn ich raten müsste, würde ich jetzt sagen, die Partei oder das Peng-Kollektiv. Und ich habe so gesagt, naja, könnte sein, ich müsste das jetzt aber erstmal mit meinem Startup rücksprechen. Ich kann Ihnen das jetzt gerade noch nicht sagen. Und einen Tag später haben wir dann ein langes Interview geführt, dann haben wir es aufgelöst. Ich habe ihm ein langes Interview gegeben und wir haben eben gesagt, okay, das Wahlrecht, was wir in Deutschland haben, ist systematisch diskriminierend, weil Leute, die eben seit Jahrzehnten hier wohnen, immer noch nicht mitwählen können, mitentscheiden können. Und es braucht eine Reform des Wahlrechts. Genau, aber man muss trotzdem sagen, eine Aktion wie diese würden wir heute nicht mehr machen, weil einiges, was wir gedacht haben, was funktionieren würde, hat nicht funktioniert. Was wir nämlich gehofft hatten, was passiert, ist, dass die Diskussion über das Wahlrecht sich aus der rechten Filterblase rüber in die Mainstream-Medien übertragen lässt. Und das hat nur sehr bedingt funktioniert. Also hier hat Patrick Gensing über uns geschrieben, hier hat Markus Reuter über uns geschrieben, und Korrektiv hat auch noch geschrieben und wir hatten so eine Handvoll Artikel darüber, über das, was wir eigentlich sagen wollten, aber die Aufregung ist längst nicht so groß gewesen, wie es gewesen ist, bevor wir es aufgelöst haben. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, die Aufmerksamkeit, die wir hatten, als es noch ein Fake war, zu übertragen auf das eigentliche Thema, auf das wir hinweisen wollten. Und stattdessen, also nicht nur haben wir es nicht geschafft, es zu übertragen, wir haben auch, und das würde ich sagen, was passiert ist, viele Leute, viele Nazis darin bestätigt, in ihrem verqueren Weltbild, dass Wahlen sowieso manipuliert sind von einer Elite und dass man daran gar nicht mehr glauben kann und dass Demokratie eh nicht funktioniert. Von daher sehe ich diese ganze Aktion auch sehr selbstkritisch. Und das ist dann, glaube ich, auch so mehr oder weniger die letzte Fake-Aktion gewesen, die wir gemacht haben, weil auch Fake News als Methode immer problematischer wird zu nutzen. Hier nochmal ein schöner Tweet. Wir hatten natürlich auch eine Briefkastenadresse in New York, aber Zufall oder nicht, da ist eine Moschee nebenan. Zufall? Okay. Wir haben noch, ich glaube, 12 Minuten. Jetzt machen wir. Ich beeile mich. Konto, okay. Oder? Copmap, ja. Ich rede jetzt noch ganz schnell über die Copmap. Das war 2000.
18. Wir hatten eine Gastdozentur in einer Kunsthochschule in München. Da sind wir immer gerne, weil wir Kunststudierende gerne zu mehr politischen Aktivismus manipulieren wollen. Das hat da auch ganz gut geklappt. Wir haben zusammengearbeitet mit einer Gruppe, die heißt Polizeiklasse. Die haben damals schon einige Aktionen gebracht, die sind auch toll. Und mit denen gemeinsam wollten wir eine Aktion entwickeln zum Bayerischen Polizeigesetz. Das Bayerische Polizeigesetz räumt der Bayerischen Polizei einfach ganz, ganz viele Befugnisse ein. Und wir hatten ein paar krasse Kritikpunkte daran, eben Einschnitte in Menschenrechte, eine Militarisierung der Polizei, und haben dann eine... Genau. Ach so, und genau. Und begründet wird das alles, dieses ganze Gesetz, wird mit dem sehr schwammigen Begriff der drohenden Gefahr. Also wenn eine Gefahr droht, dann hat die Polizei plötzlich tausende Befugnisse und kann verdachtsunabhängige DNA-Kontrollen machen, verdachtsunabhängige Chat-Überwachung und Telefonüberwachung. Und wir wollten gerne das Narrativ umdrehen und sagen, okay, die eigentlich drohende Gefahr ist die Polizei. Und für bestimmte Minderheiten war sie das schon immer, also für People of Color und schwarze Leute, für DrogenuserInnen, für Obdachlose, für arme Leute, für SexarbeiterInnen, war die Polizei schon immer eine Gefahr, aber durch das neue Polizeigesetz wird sie es jetzt auch für die Mitte der Gesellschaft. Und dann hatten wir uns überlegt, was wir eigentlich machen wollten, ist jetzt, vielleicht lachen die echten HackerInnen unter euch jetzt über uns. Aber was wir machen wollten, war so eine automatisierte Bilderkennung im Münchner Stadtraum, indem wir Webcams in Wohnungen platzieren, die Straße filmen lassen und dann automatisiert Polizeiwagen erkennen können. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass der Trainingsaufwand wahnsinnig hoch ist. Wir haben das so mit Spielzeugautos versucht. Das hat nicht so gut funktioniert. Da hat uns einfach die Kapazität gefehlt. Also wir hätten dann in echten Witterungsbedingungen und in der echten Location einfach ganz viele Trainingsdaten produzieren müssen. Das hat unsere Kapazität damals überschritten. Und deshalb haben wir uns stattdessen entschieden, eine Art Melde-App einfach nur zu entwickeln, wo man dann eben wenn man eine Personenkontrolle sieht oder wenn man Streifenwagen sieht, die melden kann und dann gibt es eine Markierung auf der Karte und dann können Leute diese Karte benutzen, sehen, wo ist Polizeiaktivität und können der Polizeiaktivität entgehen, in der Theorie jedenfalls. So, und was dann passiert ist an Reaktionen, ist wie aus dem Bilderbuch. Zunächst gab es die Artikel von den eingeweihten JournalistInnen, die wir hatten, hier von der Taz. Die haben darüber berichtet, das war auch soweit absehbar. Dann ist es auch erstmal wieder abgeflaut und wir dachten, okay, vielleicht interessiert die Aktion auch keinen, sowas passiert auch manchmal, ist auch kein Drama. Dann hat sich aber die Polizei gemeldet und fand das alles ganz schlimm. Und dann hat sich der Boulevard gemeldet. Boulevard traditionell immer auf der Seite der Cops, hatten sich natürlich total drüber aufgeregt und haben auch unser Tool als viel gefährlicher stilisiert, als es natürlich eigentlich ist, weil es ist total manipulationsanfällig, wir konnten die Einträge gar nicht prüfen, aber die haben eben gesagt, okay, die Polizeihasser, das sind wir, die warnen jetzt die Verbrecher, das seid ihr wahrscheinlich. Genau, hier ist die Bild-Zeitung, noch mehr Boulevard. Das ist mein Favorite, das habe ich mir eingerahmt und aufgehängt. mit einem Foto von einer ganz anderen Aktion. Genau, und dann als nächstes hat sich die Politik eingeschaltet, weil so PolitikerInnen dann natürlich auch die Chance wittern, sich profilieren zu können, hat jetzt ein CDU-Abgeordneter gesagt, das ist widerlich und abstoßend und muss umgehend gelöscht werden. Die AfD will es auch löschen. Christian Lindner stellt eine kleine Anfrage. Also es ist so ein bisschen absurd, wie stark es eskaliert ist, wenn man bedenkt, was das Tool eigentlich tut. Aber egal, genau. Hier jedenfalls Christian Lindner hat 13 Fragen an den Bundestag gestellt, an die Regierung gestellt. Die einzig interessante Frage davon, für uns interessante Frage, war, werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet? Und die Antwort ist witzig, weil die Antwort ist, bla 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 bla, aus Gründen der Geheimhaltungsbedürftigkeit unbeantwortet bleiben. Ich würde sagen, ein Nein klingt anders. Und genau, aber es hörte auch immer noch nicht auf. Kurz danach war die Innenministerkonferenz, wo sich die Innenminister der Länder getroffen haben und gemeinsam darüber
überlegen, wie sie jetzt mit der COP-Map umgehen sollen. Also wir haben uns wirklich so ein bisschen gewundert, wie krass das eskaliert ist. Genau, hier ist es dann in der Schweiz und in der UK, also es gab auch internationale Presse. Und hier ist nochmal so ein kleiner Übersicht. Was hat es gebracht am Ende? Weil das Bayerische Polizeigesetz ist trotzdem so beschlossen worden. Aber wir haben es geschafft, dass zumindest für eine Woche lang alle Medien unsere Kritikpunkte an der Polizei einmal wiederholt haben. Weil selbst der Boulevard hat von unserer Webseite die Texte kopiert und gebracht. Und das sind eben die fehlende demokratische Kontrolle, keine unabhängigen Beschwerdestellen. Racial Profiling ist ein Riesenproblem. Korpsgeist ist ein Riesenproblem. All das ist einmal komplett durch die Medienlandschaft gegangen. Und ich denke, das war trotzdem ein Erfolg. Es gab übrigens auch Cops, die die Aktion toll fanden, wie er hier, Oliver von Dobrowolski, der gesagt hat, obwohl er selber Cop ist, findet er die Aktion gut, weil es gibt Probleme in der Institution Polizei. Für kriminelle linke Gewalttäter. Gut, jetzt nochmal Tour de Force, eine Aktion, die... Entschuldigung. Da war jemand im Publikum, der sich... engagiert hat. Die Seebrücke ist eine Aktion, Seebrücke des Bundes, die nochmal komplett ausschert aus unserem, ich sag mal, Portfolio an Aktionen, die wir gemacht haben, außer am Anfang. Aber die Situation, ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war eine Zeit, in der die Mission Lifeline auch vor der Küste war und nicht in Italien nicht einfahren durfte. Seehofer und Merkel haben sich einen Scheißdreck gekümmert und wir haben gesagt, Mensch, dann machen wir eine Seebrücke und alle im Namen von Seehofer sollen alle sich engagieren. Daraufhin gab es Demos, es wurde eine riesige Bewegung, die europaweit Leute mobilisiert hat auf die Straßen und quasi so ein bisschen als Vehikel für die Entkriminalisierung von Seenotrettung wahrgenommen wurde. Ich sage wir, das stimmt nicht jetzt, dass das Peng allein das gemacht hat, sondern es waren wirklich sehr, sehr viele verschiedene Gruppen. Ich hatte schon die erste, ich fing alles an mit so einem Telegram-Kanal tatsächlich, wo ich ganz vielen Leuten geschrieben habe, hey, wollen wir was machen? Und da kamen gleich Freundinnen und Freunde, weil es wirklich so ein bisschen der Zahn der Zeit war und Leute sich gedacht haben, scheiße, das kann doch nicht sein, dass wir einfach Menschen ertrinken lassen und jetzt nicht mal mehr einfahren lassen, also mit dem Schiff in die Häfen. Und so ist das, war uns da 3 Monate Server aufbauen und mit Matrix haben wir rumgespielt und was alles und versucht uns da zu organisieren. Aber der Launch des ganzen Projektes begann mit diesem Video. Deutschland ist ein sehr schönes Land. Es ist bekannt für Loyalität, für Respekt und für Verantwortung. Deutschland steht für Leistung, für Erfolg und manchmal sogar für Humor. Deutschland konnte sich immer auf Freunde verlassen, wenn Hilfe nötig war. Mit der Initiative Seebrücke des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat teilen wir diese Freundschaft und Verantwortung aus Respekt vor unseren eigenen Werten. Damit wir bleiben, wer wir sind. Damit wir bleiben, wer wir sein wollen. So, und das schier Unglaubliche, wir haben halt dieses Video im Namen des Bundesministeriums für Heimat, Bullshit und so weiter rausgebracht. Wir haben das bis heute nicht auf unserer Webseite, wir haben einfach nur gesagt, raus damit mit der Webseite vom Seehofer. Die wurde dann angegriffen, dann hat Google uns angerufen, gesagt, wart ihr das schon wieder? Und wir so, keine Ahnung. Und dann haben die Anwälte von Google sich mit denen vom BMI gestritten. BMI hat nicht mal uns gefragt. Also irgendwie war das so, und waren ganz froh, dass die beiden sich da miteinander streiten konnten, die Arschis. Und währenddessen haben wir dieses ganze Zeug da mobilisiert. Also ich betone wieder, wir, nicht nur Peng, sondern wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen, die da, es gab mehrere Burnouts in der Zeit. Und
Also das Unglaubliche ist, das begann mit diesem mobilisieren Leute und bis 2019, das war 2018, werden alle aufgenommen. Und heute müssen wir sagen, wir haben über 100 lokale Gruppen europaweit. Wir haben über 130 sichere Häfen, also Communities und Städte, die durch den Stadtrat durchgewählt haben, dass man Geflüchtete aufnehmen will, die in Seenot geraten. Es gab allein dieses Jahr, 2019, über 3000 Aktionen europaweit von der Seebrücke. Und gerade wird daran gearbeitet, eine Bundesratsinitiative zu starten, in der also Seehofer nicht mehr gefragt werden muss, ob die Städte die Geflüchteten aufnehmen, weil der halt immer noch blockiert, obwohl alle sagen, klar haben wir Platz und klar nehmen wir Leute auf. Also und ich muss da nochmal an der Stelle betonen, ich bin selber nach 3 Monaten ausgestiegen, weil es einfach zu viel Arbeit war und das haben, also das sind nicht unsere Eier, die wir gelegt haben sozusagen, und das, also engagiert euch da auch gerne. Aber das war nochmal eine schöne Aktion, weil es so sehr strategisch war, wir müssen auf die Städte gehen, weil der Bund nicht mehr mitarbeitet, und es hat gut aufgegangen. Okay. Gut gehackt. Ach so, kurzer Einschub, das Critical Campaigning Manifesto. Ihr fragt euch bestimmt, okay, wie Fake News, nicht Fake News, was sind sozusagen Regeln, an die man sich halten kann. Nur so als Orientierungsfolie habe ich mal das Critical Campaigning Manifest geschrieben, inspiriert von Julian Oliver mit dem Critical Engineering Manifest, und habe versucht, da mal, ich glaube, 11 oder 12 Regeln runterzuschreiben, die wie so, ja, das kann man so auf eine Aktion drauflegen. Das sind ganz einfache Sachen eigentlich, ne? Nichts repressives Verhalten nicht zu wiederholen, also nicht nach unten zu treten, sondern nach oben. Und also lest euch das gerne mal durch, auch nicht dafür zu arbeiten, dass die eigene Organisation überlebt, sondern dass das politische Ziel überlebt. Das machen sehr viele NGOs falsch, und so weiter. Aber das nur eingeschoben. Okay, ich würde gerne auch noch so ein paar allerletzte Sätze sagen. Wir haben gleich keine Zeit mehr, das weiß ich auch. Wir haben euch das so ein bisschen gezeigt, um auch zu zeigen, es ist mit relativ wenig Mitteln sind dank des Internets große Aktionen möglich. Also Boat Buddy zum Beispiel war eine Aktion, die hatte kein Budget, also sowas wie 200 € Budget oder so. Wir haben ein tolles Netzwerk aus Leuten, aus ExpertInnen, die uns da unterstützt haben. Aber genau, also man kommt relativ weit, wenn man irgendwie einen witzigen Hack findet. Und genau, Thema Hack. Wir sind total abhängig von vorzeitigem Zugang zu vertraulichen Informationen. Also falls irgendjemand von euch im Raum uns und unsere Arbeit unterstützen möchte, freuen wir uns über Leaks zu geplanten Werbekampagnen, zu Zugängen, zu vielleicht interessanten E-Mail-Postfächern, you name it. Sprecht uns an. Auch Methoden. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man machen könnte, eine Drohne zu bauen, die sprayt auf irgendeinem Deutsche Bank Hochhaus oder so. Kommt zu uns. Einen Punkt haben wir noch, ne? Einen allerletzten Punkt und dann sind wir fertig. Genau. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. Wir haben eine ganze Menge blinde Flecken. Es ist mir auch so ein bisschen peinlich, dass wir als 2 weiße Cis-Typen hier auf der Bühne stehen. Wir haben tatsächlich in unserem Kollektiv, wir sind alle weiß, wir sind alle Cis. Wir haben wenig migrantische Perspektiven in unserem Kollektiv. Ich möchte das nur erwähnen, weil wir wirklich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und weil wir uns auch wünschen, genau, mehr Perspektiven, mehr diverse Perspektiven auch in unser Kollektiv zu holen. Also genau, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt oder euch inspiriert fühlt, sprecht uns sehr gerne an. Vielen Dank.